haben wir noch ein bisschen was vor uns. Wie viele Kilometer haben wir denn noch? 550. Einen wunderschönen guten Morgen hier von der Autobahn. Wir sind unterwegs nach Essen zur Motorshow. Moin. Ich sag auch Hallo. Ja, also du bist hier aus Österreich. Genau, ne? genau. Tommy und Performance ist geil. Hab eine halbe Stunde gepennt. Hab hier mal kurz in die Hecke geschifft. Und schnell rein hier. Kaum hier drin geht's ja schon gut los. Meine Lieblings-Teamklasse. Aber ein alter Haufen zu verkaufen. Hier habe ich was Geiles entdeckt. Das möchte ich euch natürlich auch nicht vorenthalten. Schaut mal hier. Flying Hawk. Geiles Gerät, oder? Halleluja. Ich will gar nicht wissen, wie viele Zylinder der hat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24 Zylinder. Leck mich am A**. Diesen Prior-Umbau finde ich absolut mega. Schaut euch das mal an. Ich versuche sehr detailliert das Ganze mal ein bisschen zu filmen. Ich finde, dieses Fahrzeug für ein Audi ist absolut Bombe. Mega gut. Designs gemacht, aber der Audi, boah, der ist echt gelungen. SQ8 mit dem Umbau, da muss ein Lamborghini wirklich schon, tja, der muss schon schauen, dass er damit halten kann. Also ich meine den Urus. Ne? Also, was meint ihr? Schreibt mal in die Kommentare. Prior macht da extrem gute Arbeit. Und die Polizei ist auch schon da. Das sind die neuen Polizeiautos. Getuned bis oben raus. Und da ist auch tatsächlich ein echter Polizist. Stellt euch das vor. Also das ist kein Scheiß. Das ist wirklich getuned für die Bösen zu fangen. Und hier haben wir was ganz Feines. Die Basis könnt ihr ja erkennen. Aber hier wurde richtig gewerkelt. Abgefahrenes Teil. Ich weiß nicht, ob ihr das Ding schon kennt. Das ist ein Spezialbau von Brabus und der nennt sich Brabus 900 Crawler. Nur den, den es interessiert. Ist also für den Strand oder fürs Gelände ganz gut geeignet. Hier auch noch ein ganz spezieller Umbau von einer G-Klasse. Auch ein 800er Brabus, aber das ist schon sehr edel und einzigartig gemacht. Biturbo 800 und Felgen, Bremsanlage, hinten der ganze Arsch ist verändert worden. Hier innen ist ein super Interieur verbaut worden. Ich filme mal kurz rein. Jetzt habt ihr hier wirklich ein affengeiles Teil. Ich filme einfach mal hier rein mit Front Entertainment System und Einzelsitze. Wirklich, wirklich gelungenes Auto. Echt gut.
sind wir natürlich richtig aufgehoben hier. Die ganzen super Scheinwerfer vorne und hinten. So, das heißt, ihr verkauft in ganz Europa und auf euer Scheinwerfersortiment vorne und hinten habt ihr E-Prüfzeichen. Alles klar, danke dir. Und hier haben wir auch noch ein schönes Kriegsteil. Ich stehe da zwar nicht so drauf, aber man kriegt sowas ja auch nicht jeden Tag zu sehen. Hoffentlich schießt er nicht in die Menge. Also so klein ist es gar nicht hier. Ich habe am Anfang eher gedacht, das ist etwas kleiner. Aber wir sind jetzt schon in der dritten Halle und so wie es aussieht, geht es da hinten immer noch weiter. Also alle Achtung, Tuning ist wirklich zum Mega-Geschäft geworden. Ich kenne das ja noch aus den 80er Jahren, wo das Ganze mit dem Tuning angefangen hat. Ich habe da natürlich auch umgeschraubt, bin verrückter, musste mir da einen E21 BMW komplett umbauen. Aber ich will langsam aus dem Alter raus und jetzt baue ich G-Klassen um, ne? Und hier auch wieder eine super Rarität, Porsche 917. Hammergeiles Teil. Leider jetzt auf der Videokamera hier nicht so mit nachverfolgen. Hier drin ist ein Soundsystem der Superlative verbaut. Ich habe da gerade meinen Kopf reingesteckt und wirklich so ein traumhafter, satter, fetter Bass habe ich eigentlich in einer Audioanlage so noch nicht gehört. Also mega. Und hier unser YouTube-Freund Levella, genau gegenüber von dem hier. So, schön hergerichtet hat er alles. Da kann man wirklich nicht meckern, der macht sehr saubere Arbeit. Und Kollege Levella hockt auch hier hinten persönlich. Hier auch ein ganz steiles GT3 Design. Das muss er sich auch erstmal getrauen. Ja, wer ist denn da? Das Auto hier kennen wir schon. Auf jeden Fall. 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 Die Lackierung ist auch sehr geil und das Kennzeichen auch. Ich sag auch hallo. Ja, also du bist hier aus Österreich. Genau, 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 genau. Tomion, Performance ist geil. Das ist wurscht, du wächst da rein. Okay. Also wir sind jetzt gerade bei unserem guten Hagen Amstep. Altbekannter YouTuber aus Deutschland mit über 240.000. Warum, ne? Ja, nicht ganz, glaube ich. Also, für die österreichische und unsere österreichische Community, schaut mal bei Hagen Amstep vorbei. Solltet ihr ihn noch nicht kennen, ist ein sehr erfolgreicher deutscher YouTuber. Und unseren bekannten Carlos hat gefragt, ob er von Hagen so eine Mütze kriegen kann. Und schau her, ist ein bisschen groß, zieh mal auf, das Ding.
aber da wächst du noch rein, ne? Also bedank dich schön. Ja, das ist gut. Ja, ich danke auch. Ja, kein Ding. Alles Gute, ja. Euch auch. Ich bin schon auf dem großen Modus von meiner Kamera. Das Ding passt fast nicht drauf. Aber auch ein schönes Teil hier, unser Monster Truck. Solltet ihr mal ein mobiles Reifencenter brauchen, ist hier genau das Richtige. Finde ich echt cool. Und hier ist wegen Überfüllung geschlossen. Das Ganze nennt sich Feel the Beat und ist bekannt auch unter Essen Motor Show. Und zum Schluss, das habe ich mir jetzt wirklich zum Schluss aufgehoben, gehen wir noch beim Stand von JP Performance vorbei. Hier bin ich übrigens noch beim Stand von Wheelforce. Die haben auch wirklich sehr, sehr geile Felgen. Also da müsst ihr mal vorbeischauen. Wenn ihr wirklich eine Lösung für euer Auto sucht, Wheelforce ist wirklich ein geiles Unternehmen. Stellt geile Felgen her, hat super Sachen. Viele mit ABE, einige auch natürlich nur mit TÜV-Gutachten. Müsst ihr dann eben entweder bei der Landesregierung oder beim TÜV eintragen lassen. Aber lohnt sich wirklich. Jetzt habe ich eine Frage an euch. Habt ihr schon mal von dem Ford 6x6 von Hennessy was gehört? Dann schaut mal genau hierher. Ist das nicht geil? 3 Achsen, 6 Räder. Wow. Gerät, ne? Und ich bin hier bei Levella. Das ist auch ein guter YouTube-Kollege von uns. Da gehen wir jetzt mal hin und sagen Hallo. Hi. Hallo, grüß dich. Ihr habt gehört. Die Videos an. Aber wie? Ich weiß gar nicht, wie ich ihn davon abhalten kann. Nein. Okay. Du stehst auf alte Autos? Ja, ich bin auch ein alter Vater. Ja, ja. Baujahr 70. Ich habe das alles als Jugendlicher gefahren. Da steht alles bei mir zu Hause. Das ist so schön wie bei dir. Schön. Wenn du schon auf alte Autos stehst, dann kriegst du auch Duftbäume mit alten Autos, aber die riechen nach Mädchen. Oh, das fängt bei ihm gerade an, der ist in der vorpubertären Phase. Das ist ein Schlüsselanhänger. Auf der ganzen Autofahrt hierher habe ich Aufklärungsunterricht betrieben. Schön. Wir zählen auf Verstecken, wir zählen auf die jungen Leute hier. Also, an unsere österreichische Community, nochmals, schreibt in die Kommentare, Levella ist ein geiler Typ. Falls ihr den Kanal noch nicht kennt, schaut mal rein. Der Hund, der macht so verrückte Sachen mit seinen Autos. Hier, tiefer, schwarz, fette Felgen, krank, alles bis aufs Detail, immer ganz genau. Mit Herz. Mit Herz, du bist so 150%iger, gell? Ja. Das sind wir auch. Also, vielen Dank. Danke euch. Ciao. Also ich muss echt sagen, die Kappe steht ja super, mein Freund. Levella, der Spender. In diesem Sinne bedanke ich mich mal wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch haben diese Eindrücke hier von dieser Messe gut gefallen. Wir sind extra nach Essen gefahren, hier auf diese Motorshow Feel the Beat, um eben alles für euch zu filmen und anzuschauen. Ich hoffe, dass ihr mir dafür ein
fettes Abo gebt, ein Like da lasst und auch die Bimmel aktiviert, dass ihr über neue Videos informiert werdet. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wir tummeln jetzt noch ein bisschen hier rum und in diesem Sinne auf Wiedersehen.